Xmundi und willkommen. Um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen, spiele mit Ton. This place holds secrets as old as the land itself. Some are hidden in plain sight, others are buried deep beneath. But this is about to change. Our fate now hangs in the balance. Finally, I've found it! Kann ich mal kurz das Intro anschauen? Tiefer Graben. Schicksal hängt jetzt in der Schwebe. Also es ist auf jeden Fall... Wieso bin ich ein Mädel? Ich bin... Cedes Binz. Ja, willkommen zu einem neuen Wimmelspiel. Eventide. Oder Eventide, slawische Fabel. Davon habe ich auch wieder den ersten, zweiten und dritten Teil mir geholt. Weil es gerade im Angebot gab. Und ja, ich liebe ja Wimmelbildspiele auf einmal. Ich hätte mir das nie vorstellen können, aber das ist cool irgendwie. Ein bisschen die Musik, ein kleines bisschen leiser. So, genau. Normal, Stimmen, Vollbild, HD-Modus. Mehr geht da nicht. Alles klar. Und los geht's. Sommernacht. Geht noch nicht. Oh! Tipp- und Überspringen-Button laden schnell auf. Interaktive Zonen werden durch ein Glimmern hervorgehoben. Wimmelbildszenen funkeln. Unerledigte Aufgaben sind auf der Karte angegeben. Es gibt keine Strafe für falsches Klicken in Wimmelbildszenen. Es gibt eine Anleitung. Was ist hier? Tipp- und Überspringen-Button laden langsam auf. Interaktive Zonen werden nicht hervorgehoben. Wimmelbildzählen funkeln nicht. Unerledigte Aufgaben sind auf der Karte angegeben. Es gibt eine kleine Strafe. Laden sich langsam auf. Interaktive Zonen sind nicht hervorgehoben, sind nicht gekennzeichnet, sind nicht auf der Karte angegeben. Es gibt eine Strafe für falsches Klicken in Wimmelbildzählen. Oh mein Gott. Soll ich das jetzt wirklich machen? I don't know. Ach, mach mal lieber normal, oder? Oder wollen wir mal... Ach komm, diesmal machen wir mal auf fortgeschritten. Das würde mich mal interessieren. Komm. My grandmother doesn't write often, so I knew this letter was important. Dear Mary, I was so proud to hear how you saved those ancient plants from extinction. Actually, it is why I'm writing. I need your expertise. A rare plant, one which is very dear to me, is dying. It may sound strange, but the whole fate of our heritage park is dependent on this plant. Please, come to Moorland as quick as you can. I'll explain everything when you get here. Huh? Oh. What is this? Oh my God! Interaktive Einleitung, nein. Ja, das kriegen wir auch so hin. Okay, also. Wir hängen hier mit dem Auto rückwärts die Felsen runter. Oh mein Gott. The only way out is up through this reinforced glass. Na gut, dann komm zurück. Da brauchen wir einen Schlüssel. Ein Armband. Ja, Gott sei Dank. Ich habe einen Brief von Oma erhalten. Sie braucht meine Hilfe, um eine seltene Pflanze zu retten. Das ist mein... I'll have time to think of Grandma after I save myself. Okay, das Tagebuch mitnehmen. Erstmal alles einpacken. Oh, hier ist ein roter Knopf. Was hat der zu bedeuten? Botanikerin des Monats. Mary Gilbert, Artenschutzretter. Also wir sind Mary.
Peter, Paul and Mary. Ha! Ah, ich weiß schon. Pass mal auf. Kopfschmerztabletten? Kann man immer gut gebrauchen. Und auf geht's. It's magic. Wimmelbild. Nee, Teile. In 3 Sekunden. Ha. Bin ich nicht super toll. Da ist noch eins. Und schauen wir mal. Oh. Ach, genau. Erstmal aufmachen hier alles. Noch eins. This trunk was with me in all my adventures around the world. Ach so. Gut. Ah, alles klar. Da brauchen wir den roten Griff auf jeden Fall. Dann irgend so eine Schlaufe da. Dann dieses Ding da. Ja, das ist ja sehr merkwürdig. Hallo, zweiter Zuschauer. Ach, der Basti. Hallo, Basti. Schön, dass du wieder dabei bist. Ich habe mir ein neues Wimmelbildspiel geholt. Das nennt sich Eventide. Und das andere mache ich am Freitag. Der zweite Teil von Nightmare from the Deep. Aber ich hatte irgendwie jetzt wieder ein bisschen als Abwechslung zu Assassin's Creed. Das würde ich zwar auch gern zocken, das hat mich schon wieder in die Finger gejuckt. Aber ich habe mir gedacht, nee, mach mal was anderes, sonst wird es irgendwie zu schnell langweilig. Das könnte bei mir manchmal passieren. Ah, alles klar. Wollen wir hier den Stern da reinklappern? Da sind wir doch schon. Das Geld will es nicht mitnehmen. Gut, und dann ab durch die Scheibe. Platsch. Give me your hand. Are you okay? Better than the car, that's for sure. Pardon my manners. My name is Baruta, master of Moreland Castle. And you are... Mary? Why, how you've grown. Well, you were always afraid of me when you were a little girl, weren't you? That flying monster which attacked you, he may still be around, hunting. We'd better hurry up and go to Baba. I mean your grandma, of course. Dawn, the monster damaged the gate. I'll need your help with it. Aha, ist ja interessant. Also, der Kerl schaut aus wie aus Tausend und einer Nacht und kennt Autos. Sehr interessant. Basti, kannst du mir sagen, ob das bei dir auch so ruckelt, der Stream, oder ist es nur hier meine Verbindung gerade? Bin mir da nicht so sicher. Weil der ist ganz schön weit hinten dran, der Stream. Alter Schwede. Naja, kann man auch nichts machen. Der Delay wird immer größer. So. Das erste Rätsel. Da werden wir jetzt erstmal noch nicht weiterkommen, weil ich noch keine Ahnung habe. Bis auf Weiteres geschlossen. Schade. Gut, da ist eine Karte. Die slawische Münze. Map could be useful, if only I had this unusual coin.
Aha. Morlan, slawischer Park. Slawischen Mythen, eine Ausstellung präsentiert Kreaturen aus der slawischen Mythologie. Geht nicht. Erstmal ein Messer einsacken. Jawohl. Finde die erste himmlische Blume. Oh, 30 Stück müssen wir von denen suchen. Alles klar. Map could be useful, if only I had this unusual coin. Ja, aber da ist doch eine. Komm, nimm. Ach, mit dem Messer. Schau mal her. Ach, schade. Gut, hätte ja sein können. Was? Wieso dauert das so lang? Warte mal, da muss ich mal kurz hier schreiben. Komisch. Das ist echt merkwürdig. Also entweder... Hallo. Was soll denn das? Irgendwie gibt es da leicht technische Probleme, glaube ich. Gar nichts. Blöd. Die Krallen des Monsters haben den Baum beschädigt. Ich spiele jetzt einfach weiter. Dann ist es halt mal so. Da kann ich leider auch nichts dran ändern. I've got this one. You take care of the other one. Ah, okay. Gut, dann müssen wir erstmal das Seil hier. Zahnräder verbinden. Ja, ich brauche erstmal Zahnräder. Geht's da noch irgendwo hin? Das noch eine Blume? My grandma's inside, and the monster flew in that direction. Ach komm schon. Da muss doch noch irgendwas gehen hier. Stopp, warte mal, vielleicht können wir das hier benutzen. Nee, ich wäre überrascht, wenn es funktionieren würde. Map could be useful, if only I had this unusual... Ja, da hängt... Ach, da hängt eine Schnur. Komm schon. Na, immerhin. Ha! Damit habt ihr nicht gerechnet. Alles klar. Verbinde identische Symbole mit einer ununterbrochenen Linie. Ja, das ist ja eigentlich ganz einfach. So. Und so. Oh, jetzt wird's schon schwieriger. Warte mal, der Orangene. Heiliger Bimbam, Schnack, Schnuck. Schnick, Schnack, Schnuck. Machen wir jetzt mal ganz blöd. Ah, aha. Ja, ja. Und das da hier. Oh, das funktioniert so jetzt. Doch, das funktioniert. Natürlich funktioniert das. Schau mal her. Dann einmal außenrum.
wäre doch gelacht. Well done. Let's meet with Baba. Warte mal. Uah, man sieht die überhaupt nicht. Ach du heiliger Bimbam. So. Ja, irgendwie stimmt da heute was nicht. Komische Sache das. It's my grandma's house. Oh no, that creature again. Nein, die Oma. My grandma alone. Grandma? Get water! I can't contain the fire much longer. Ja, wir holen Wasser, schnell. Erstmal die Blümchen pflücken. Da, 2 Coins. Also wir brauchen auf jeden Fall immer schön Coins hier. Ein Eimer wäre nicht schlecht. Ach du heiliger Schnick, Schnack, Schnuck. Komm zurück. Meinst du, das kriegen wir hier angeschlossen? Alpham, you put out the flames. Haha. Das ist ja cool. Hurry, we need to check what happened to the boy. Rein da. The boy is hurt. Your grandmother keeps the medicine in that chest at the back. Wo? Die slawische Welt ist ein altes Land zwischen Zentral- und Osteuropa. Ein Land reich an Folklore und Geschichte. Ja, aber ich muss jetzt erstmal den Jungen hier retten. Ich fange jetzt hier nicht irgendwie. Und jetzt sind wir wieder auf dem Platz. Das ist eine Mütze. Na endlich. Der Code für den Kiosk. Ah, wir brauchen einen Bleistift. Dann können wir das hier abschreiben. Abtauschen. Bist du wieder da, Basti? Oh, immer noch nicht hier. Sehr, sehr blöd. Amerikanische Kastanienbäume gerettet. Dr. Mary Gilbert entdeckte eine revolutionäre Heilmethode für Bäume, die mit dem tödlichen Pilz Gryphonectria parasitica infiziert sind. Ja, vielleicht muss ich das ja doch machen. So, ja, naja. Nur eine Handvoll seiner alten Fabelwesen existieren heute noch. Und das auch nur dank dem guten Willen von Baba, die sie schützt. Das ist Baba. Das ist eine Eule. Baba verbrachte viele Jahre mit der Erforschung einheimischer Pflanzen, bis sie einen Weg fand, die alte Magie des Reiches zu erhalten.
Meine Güte, liegt der Stream zurück. Das ist ja... Das sind bestimmt 10 Minuten. Wartet mal ganz kurz. Ich starte mal den Browser hier neu. Vielleicht liegt es wirklich nur am Browsy-Bowsy. Kann doch nicht stimmen hier. Nee, der ist tatsächlich so weit zurück. Was ist da los? Sehr, sehr merkwürdig. I know that symbol. Ja, was? I know that symbol. Wie sind wir da jetzt eigentlich gelandet? Wo hat sie... Your grandmother keeps the medicine in that chest at the back. Im hinteren Bereich, aber da darf ich ja gar nicht rein. Your grandmother keeps the medicine in that chest at the back. Also müssen wir doch hier rein. I know that symbol. Ach so, ah. Oh, der war doch böse. Silly little girl. Fell for the devil you know trick. Now I have what I came for. My plan can be put into action. I shall avenge all these years of pretending. Blöd. Are you okay? Wake up. Don't worry. Baruda has gone. So ein blöder Typ. Are you Mary? Baba told me all about you. She said you're an expert with plants. Will you help us? Natürlich. My name is Lilacus. I help your granny run this place, but we call her Baba, you know. It appears that our sacred flower dying isn't the worst of our worries now. First things first. Your hand doesn't look so good. Yes, it hurts a lot. Baba keeps some healing herbs around the house. Gut, die werden wir dir gleich besorgen. So, was hat er denn hier geklaut? Aha. Oh. Das. Ich soll den zuerst anspitzen. Ja, darf ich ihn mal mitnehmen? Ist ja süß. Meinen Bleistift will ich trotzdem haben. Aha. Fehlt noch eins. Botschafterin der slawischen Mythen. Dieser Titel wurde für außerordentliche Verdienste bei der Pflege der alten slawischen Tradition verliehen. Ach, das war ja das Teil. Gut. Karlheits Elixier. Ich brauche meine Haare nicht wachsen zu lassen, aber es könnte etwas in diesem Buch stehen, das mir weiterhelfen kann. Kopfschmerzen wegtrank. Cool. Healing Balm Recipe. That's what we need. Heilbalsam, ne? Gut, also wir brauchen sowas wie eine Karotte, die eine Pflanze, die haben wir schon. Ein Blatt und die Blume. Dann brauchen wir noch einen Verband. Das haben wir ja eigentlich alles schon da. Das hier. Kann man das schon vorher zertrampeln? Nee. Aha. Da ist das Blatt. Mal wieder rein. Entschuldigung. Oh, ja.
Gut, das Blatt hauen wir auch noch mit rein. Jetzt fehlt nur noch der Verband. Und diese komische Karotte. Und den Bleistift könnten wir auch gut gebrauchen. Also erstmal raus. Was? Irgendwas? Hä? Warum blinkelt das so? Zwei Münzen, wir haben nur eine. Aber vielleicht können wir eine Karte holen. Keine gute Idee. Na gut. Museum der slawischen Kreaturen. Ja, da brauchen wir den anderen kleinen. Irgendwie hänge ich fest da. Ach, zum Anspitzen. Warte mal, da können wir doch hier das nehmen. Ah, schaut hier. Jetzt passt auf. Zeige ich euch mal einen coolen Trick. Achtung. I've seen these symbols somewhere before. Stern, Fisch, Kreuz. Auf geht's. Juhu! Unser erstes Wimmelbild oder was? Binnenweben zu entfernen. Na gut. Ein Besen. Eine Kehricht. Nein, ein Besendings da halt. Hier stimmt etwas nicht. Ach, das fehlt. Was der hatte? Ach, da oben. Den Hammer? Wo ist denn der versteckt? Metallplatte. Das kann doch nicht so schwer sein, oder? Ah, alles klar. Da fehlt eine Walze. Da kann ich nicht aufmachen. Slawische Münzen machen. Ah. I remember that coin machine from my childhood. Unfortunately, it's broken now. Haha, witzig. Der braucht wahrscheinlich den Hammer. Auf dem Deckel fehlt etwas. Ouch, hot. Ja, gut. Ach so, ah ja, ja, genau, pass mal auf. Ah, jetzt verstehe ich das Ganze. Dann können wir hier aufmachen. Oh, das sind ja Rätsel hier, Rätselchen. Oh, jetzt habe ich gedacht, da liegt eine Hand drin. Ah, und mit dem Handschuh können wir jetzt auf jeden Fall... Metallstück rausholen.
Metallstück können wir hier reinlegen. Genau. I remember that coin machine from my childhood. Unfortunately, it's broken now. Da fehlt eine Sonne. Eine Walze. Ja, die Sonne fehlt auf dem Deckel. Das ist... Ah. Na gut. Da ist die Walze, genau. Sehr blöd, wenn man die kann. Ja, aber wie muss das Ganze jetzt stehen? Also hier ist ja gar nichts, genau. Dann würde ich mal sagen. So. Aha, naja, gut. War zwar nicht ganz so wie geplant. Zack. Und da haben wir ja unsere Karte. Ah, und da kommt auch dieser Arm dann mit raus. Cool. Nicht besuchter Ort, unerledigte Aufgabe. Ich bin hier. Weg blockiert. Also haben wir hier noch eine Aufgabe. Ist sie immer noch da? Ne, jetzt ist sie hier. Ach, da kann ich sogar direkt hin. Dritter Zuschauer. Es ist hier total verzögert alles. Tut mir echt leid. So, was haben wir da? Gelb. Wenn ich hier auf Rot mache. Das passt auch nicht.